Willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Wir haben ja das letzte Mal einige Aliens gejagt, getötet. Wir haben ohne irgendwelche eigenen Verluste eine Mission wieder rumgebracht. Wir bekommen Geld vom Rat weiterhin. Bisher läuft alles recht gut. Wir bauen langsam unsere Station hier aus. Wir lassen forschen, wir lassen herstellen. Ja, und dann wollen wir mal weitermachen. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und ganz besonders natürlich du. Okay. Gut. Da wird überall. Ist alles okay soweit. Ich lasse Schalenrüstungen erforschen. Das geht sehr schön. Wir gehen in die Einsatzleitung und wir scannen nach Aktivitäten. Das letzte Mal war ja das UFO recht nah bei uns hier. So. Entführungen sind gemeldet. Schauplätze anzeigen. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Mologlob. Okay. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Gut. Wir haben Japan, Osaka. Ein mäßiger, Schwierigkeit des Einsatzes mäßig, es gibt Geld dafür. Lille, Frankreich, auch ein mäßiger Einsatz. Vier Wissenschaftler gibt es hier dafür. Panik ist 1. In Osaka ist die Panik auch bei 1. Und Nigeria. Hier ist Schwierigkeit des Einsatzes mäßig. Es gibt einen neuen Rekrut, einen Sturmsoldaten, einen Lieutenant. Wir gehen nach Frankreich. Ja, wir konzentrieren uns jetzt mal sehr auf Europa. Vier Wissenschaftler, sehr gut. Los geht's. So, wen haben wir dabei? Cheng, Guzman, Haidar, Soldat Murray und Rosenberg. Wir brauchen kein nur schwer. Also wir haben unseren Sturmsoldat, der ist noch verletzt, gell? Genau. So, Einheit wählen. Wir nehmen, wen haben wir denn hier? Einen Koreaner, Franzose. Ja, wir gehen nach Frankreich, also müssen wir auch einen Franzosen mitnehmen. Bertrand Richard. Bearbeiten. Bewaffnung. Sturmgewehr, Pistole, Splittergranate. Du, mein Lieber, nimmst uns heute mal das Medikit mit. Ja. Hat ein Sturmgewehr, eine Pistole dabei. Okay. So, und die Mary hat den Pulsbogen, er hat das Scope. Nanofaser. So, probieren wir es. Einsatz starten, los geht's. Let's do it. Wie gefällt euch denn XCOM? Das wäre toll, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Weil ich habe vor, das Spiel also wirklich durchzuspielen, wenn ich es schaffe natürlich nur. Und mich würde es interessieren, ob ihr wollt, dass ich es durchspiele. Okay, wir beginnen den Angriff. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Gut. Entführung durch Aliens, Lille, Frankreich. Operation Rachgieriger Hofnarr. Einsatzbesprechung. Entführung durch Außerirdische im Gange. Keine Zivilisten am Einsatzort, aber mehrere Invasoren. Begleitschäden sind daher akzeptabel. Einsatzziele? Erkunden Sie den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie Gegner. Schalten Sie alle gegnerischen Aliens aus. Einsatz starten. So, dann lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Sky Ranger landet. Und raus. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Gut. Guzman, Ruhe. Hier drüben ist was.
zwei Stück gleich. Verteilen sich, okay. Einen sieht er noch. 51% Trefferchance. Feuer. Volltreffer. Sie treten den Rückzug an! Wir probieren zu spurten. Hier rüber. Der müsste ihn doch sehen, oder? Nee, doch nicht. So, Feldposten. Okay. Murray geht hier runter. Auch Feldposten. Ah, ich habe den Haidar darüber geschickt aus Versehen. Fuck. Volle Deckung. Stabilisieren. Feldposten. Okay. So. Hier vor. Und hier vor. Hui! Hallo! Vier Stück da unten und einer auf der Brücke. Holla. Richard sieht sie nicht. Gucken. Feldposten. Okay. Guzman sieht sie auch noch nicht. Da hat er keine anständige Deckung. Hier wäre es ein Spurt. Vielleicht mehr nicht. Aber wir haben volle Deckung dahinter. Von oben hier ist der andere und macht Feldposten dann. Probieren. Wo sieht er da unten? Haidar hat einen. 74%. Feuer. Vorbei. Nächstes Mal krieg ich ihn. Nicht gut, gar nicht gut. Du bleibst mir. Krieg ich die Rakete bis darüber? Nee. Schade. Feldposten. Okay. Da ist noch einer. Okay, das wird spannend. Sie verbinden sich wieder. Sie tauschen Infos aus oder so. Tot. Oh oh. Vorbei. Okay. Drei Runden. Wo ist der Typ? Das ist er hier, ne? Okay. Hier war keine gute Deckung. Wir probieren es aber trotzdem. Sieht niemand. Feldposten. Okay. Haidar hat er immer noch. Also 94%, ja. Das
sehr schöner Schuss. Cheng rückt vor. Feldposten. Sprit. Gut. Da ist einer. Feldposten. Feuer. Daneben. Daneben geschossen. Die ziehen sich zurück. Vorrücken. Okay. Sieht niemand. Ich brauche das nicht. Info. Schließen. Hier rüber. Sieht jemand? Warum kannst du nicht heilen? Rakete. Nicht gut. Feuer. Probieren. Sehr schön. Sehr gut. Heida. Feldposten. Der Feldposten. Greifen Sie uns an. Guzman. Feldposten. Deckung. Das sieht was. Verschosse 75%, komm mal hinweg. Perfekt. Ausgeschaltet. Hört ihr das? Ja, aber es müsste doch gehen. Mehr Info. Komisch, komisch, komisch. Gesundheit 7, Wille, offensiv, kritisch verwundet. Ja, und wie?
Wie heilt man? Er stabilisiert. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Das glaube ich aber nicht. So, Kurzmann probiert hier vorzurücken. Ja. Sieht ein. 71% Feuer. Sehr schön. Keine Bedrohung mehr. Okay. Wir haben wieder einen Einsatz hinter uns gebracht. Einsatz geschafft. Operation Rachgieriger Hofnarr. Entführung durch Aliens. Lille, Frankreich. 4.30 Uhr. Getötete Aliens. 6. Prädikat ausgezeichnet. Niemand ist von uns gestorben. Auch ausgezeichnet. Weiter. Das war jetzt mit diesem Stabilisieren und so. Mein Gott. Gut, dass ich es noch irgendwie gecheckt habe. Wir haben bis jetzt nur, ja gut, im ersten Einsatz im Tutorial, das zählt nicht, und danach nur eine durch die Autoexplosion. So, was haben wir denn hier zu bieten? Also, unser Tank, 22 Kills jetzt in 8 Einsätzen. Haidar, 7 Kills in 7 Einsätzen. Chang, 3 Einsätze, 7 Kills. Und er wird jetzt befördert zum Captain. So. Er kann Grenadier werden, dann kann er 2 Granaten mitnehmen. Oder er kann das hier. Wollen wir ihn als Grenadier ausbilden? Dann kriegt er zwar eine Nano-Weste nicht mehr, aber er ist ja eh meistens weiter hinten. Ja. Gut. So, und Bertrand Richard. In Soldat, zugeteilte Klasse Sturm. Toll. Kills 0, 2 Einsätze. Ach, den hatte ich schon mal dabei. Okay. Sturm und Schuss. Ja. Gut. Er hat jetzt auch die Schrotflinte bekommen. Das ist dann unser Backup für einen Mufadal, genau. Ja. Gut. Sehr schön. Und der andere schwer verwundet, 14 Tage. Gut. Wir haben 4 Sektoidenleichen, 2x Schweberleiche, 12 Waffenfragmente da geholt. Operation Rachgieriger Hofner, Ratsübertragung. Der Einsatztrupp, den XCOM nach Frankreich entsandt hat, konnte in Lille eine Entführung durch Aliens verhindern. Frankreich ist dankbar und hofft, dass diese Belohnung im XCOM-Projekt nützen wird. Es gibt 4 Wissenschaftler in Afrika und in ganz Asien, macht sich aber Panik bereit. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, das sagst du jedes Mal. So, dann würde ich sagen, diesmal ist die Folge etwas kürzer, aber es hat viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann gibt's wohl auch Schalenrüstung, das müsste ja langsam besser werden für uns, ja. Und dann bauen wir auch mal unsere Basis weiter aus, ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und Zuhören, hoffe es hat euch Spaß gemacht, schreibt mir in die Kommentare, ja, und dann bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.